Mit Elden Ring springt der Entwickler From Software auf den Open-World-Zug auf. Denn erstmals kombiniert das japanische Team die erprobte Soulsborne-Formel mit einer offenen Spielwelt. Keine leichte Aufgabe, an der schon ganz andere Erfolgsserien zerbrochen sind. Doch nach über 100 Stunden mit der Testversion wirkt es fast so, als hätte From Software mit Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro bisher nur geübt. Denn Elden Ring ist nicht weniger als ein absolutes Meisterwerk. Für unseren Test haben mehrere Kolleginnen und Kollegen Elden Ring auf PC und PS5 ausführlich gespielt. Für dieses Video zeigen wir euch aber nur Szenen aus den ersten zwei von insgesamt 6 Gebieten. Damit folgen wir zum einen einer Auflage vom Publisher Bandai Namco, um euch dieses Testvideo pünktlich vor dem Release zeigen zu dürfen. Außerdem bleibt euch damit die Überraschung erhalten und das war mir auch für den Rest des Videos wichtig. Zwar zeige ich euch Kämpfe, Spielwelt, Dungeons und mehr, will euch aber weder wichtige Story-Sequenzen noch große Hauptbosskämpfe spoilern. Es gibt in diesem Video also Bosskämpfe zu sehen, die sind dann aber alle Nebenbosse oder aus den Mini-Dungeons im Spiel. Und wenn euch selbst das zu viel sein sollte, dann schaut auf GameStar.de für den geschriebenen Test mit Wertungskasten von Elena. Elden Ring spielt in den Zwischenlanden, einer zusammenhängenden, offenen Spielwelt voller Geheimnisse, Gefahren und hinterfotzigen Bullshit, wie ihn From Software seit Demon's Souls abzieht. Ihr kommt da als sogenannter Befleckter an, sollt jetzt eine Reihe von Halbgöttern töten, denen ihre großen Runen abnehmen und so zum neuen Eldenfürsten aufsteigen. Im Spiel wird die Story teils in kurzen Zwischensequenzen, aber hauptsächlich in Dialogen mit haufenweise NPCs weitererzählt. Die Handlung ist zwar abermals mehr als kryptisch, ihr versteht diesmal aber zumindest die wichtigsten Entwicklungen, auch ohne ein Erklärvideo und mindestens 2 Wikis konsultiert zu haben. Als alte Soulsborne-Fans könnt ihr aber auch in Elden Ring zum Lore Tiefsee tauchen gehen und Waffenbeschreibungen, Texte und vieles mehr bis ins kleinste Detail analysieren, denn zusammen mit Game of Thrones-Autor George R. R. Martin hat Chefentwickler Hidetaka Miyazaki einmal mehr eine enorm dichte Dark-Fantasy-Welt erschaffen. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Um eure Bestimmung zu erfüllen, bereist ihr zu Fuß oder auf dem Rücken eures Spektralross Sturmwind die sehr abwechslungsreichen Landstriche der Spielwelt. Und die ist From Software gleich beim ersten Open-World-Versuch fast schon lächerlich gut gelungen. Denn die Zwischenlande sind vom tiefsten Minenschacht zum höchsten Berggipfel vollgestopft mit großen Geheimnissen, kleinen Gags und fiesen Gegnern. Ihr findet irgendwo in der Pampa das Auge Saurons, geratet in eine Massenschlacht zwischen Rittern und Geistern, puzzelt euch in einen Magierturm, findet ein im Felsen verstecktes Dorf, durchbrecht eine bis an die Zähne bewaffnete Ritterbarrikade, trefft einen wandelnden Kirchturm, werdet von einer Schatztruhe entführt, folgt einer Geisterspur im Wald zu einer von einem schlafenden Riesenbären bewachten Höhle und bekommt überraschend Besuch. Und das war nur ein winziger Auszug, denn überall gibt's was zu entdecken und ja, wahrscheinlich will es euch umbringen. Seit Skyrim habe ich keine Open World mehr erlebt, in der ich mich einfach nur treiben lassen kann und dabei trotzdem pausenlos Geschichten erlebe, die ich am liebsten sofort meinen Kollegen erzählen würde. Wie kleine Kinder haben wir uns bei der Besprechung zum Test versucht, gegenseitig zu überbieten, wer jetzt wirklich das Krasseste erlebt hat und haben dabei auch gemerkt, wie unterschiedlich unser Weg durch die Zwischenlande verläuft. Zwar gibt's schon eine Art roter Faden und Reihenfolge, in der ihr die einzelnen Gebiete angehen solltet, ihr müsst das aber nicht. Überall gibt's geheime Abkürzungen, Portale und andere Tricks, um schon deutlich früher in andere Regionen reinzuschnuppern.
Und selbst wenn zwei Personen zur gleichen Zeit im gleichen Gebiet beginnen, ist durch die schiere Größe der Spielwelt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie komplett andere Dinge erleben. Anders als in den Open Worlds von etwa Assassin's Creed oder Far Cry, arbeitet ihr dabei keine Checklisten ab oder folgt Questmarkern, sondern seid komplett auf euch selbst gestellt, wo ihr als nächstes hingeht. Auf der übersichtlichen Karte seht ihr zwar bereits erkundete Orte, wie ihr aber zum Nebelwald kommt, von dem dieser eine NPC eben gesprochen hat, müsst ihr euch schon selbst zusammenreimen. Und darin liegt ein großer Teil des Spaßes, denn From Software versteht es meisterhaft, die Spielerinnen und Spieler durch auffällige Orientierungspunkte zu führen. Jeder Kirchturm und jede Burgmauer am Horizont facht meine Neugier an, was es da wohl zu finden gibt. Und auch hier komme ich wie in Skyrim vom 100. ins 1000. Das Geniale an der Open-World-Entdeckung ist aber die Kombination mit der klassischen Soulspawn-Formel. Denn wenn ich ins Gras beiße, verliere ich meine mühsam gesammelten Runen wieder. Dadurch wird jeder weitere Schritt zur Abwägungssache zwischen Neugier und zu großem Risiko. Ist dieses funkelnde Licht da hinten im finsteren Tümpel ein neuer Zauberstab für mich oder nur das Auge eines hungrigen Sumpfmonsters? Zusätzlich zu diesem Gefühl der latenten Gefahr strahlt die Spielwelt außerdem die für From Software typische Melancholie aus. Damit es nicht zu einsam wird, hat das Team neben gefährlichen Monstern und anderen Gegnern die Spielwelt mit neutralen Tieren gefüllt. Deren Simulation reicht zwar bei weitem nicht an die komplexen Verhaltensweisen der Fauna in Red Dead Redemption ran, trotzdem jagen Wölfe auch mal kleine Nagetiere oder Ziegen und Adler nehmen Reis aus vor unserem Reittier. Das mit der Kombination von Open World und Soulspawn funktioniert aber auch andersherum. Denn war ich in Dark Souls oder Sekiro dazu verdammt, diesen einen knackigen Boss schaffen zu müssen, kann ich in Elden Ring einfach woanders hingehen, 30 Stunden irre Abenteuer erleben und dann gestärkt und besser ausgerüstet den gleichen Boss nochmal probieren oder, und so ging's mir, mich selbst motivieren, diesen Boss jetzt doch gleich nochmal zu probieren, denn klar könnte ich jetzt überall anders hingehen, Freundchen, aber ich schaff dich jetzt. Dadurch verliert Elden Ring eine Frusthürde, die bisher viele davon abgehalten hat, es mal mit dieser Art Spiel zu versuchen. Aber keine Angst, Elden Ring wird dadurch nicht zur weichgespülten Schmusedecke, öffnet die Souls-like-Nische aber ganz weit für Neueinsteiger. Ein Feature, das für From Software Verhältnisse fast schon zu spielerfreundlich und komfortabel ist, ist die Schnellreise. Ihr könnt nämlich fast immer zu jedem bisher entdeckten Ort der Gnade, der Elden Ring-Version eines Lagerfeuers, teleportieren, es sei denn, ihr seid gerade mitten im Kampf oder tief in einem Dungeon. Überhaupt hat From Software reichlich dieser Checkpoints in die Spielwelt verteilt, und zusätzlich gibt's auch noch die Statuen Marikas, an denen ihr ebenfalls beim Tod respawnen dürft, lange Laufwege fallen dadurch meistens weg. In Kombination mit der stimmigen und interessanten Spielwelt baut Elden Ring damit einen enormen Sog auf. Denn statt wie in früheren Spielen nach dem 10. Tod beim Boss frustriert für heute die Flinte ins Korn zu werfen, zieht euch die Abenteuerreise einfach in ein anderes Gebiet. Mir ist es beim Test zweimal passiert, dass ich 10 Stunden am Stück gespielt habe, ohne zu merken, wie die Zeit verfliegt. Ebenfalls zuträglich zu diesem Flow ist ein neues Feature, denn wenn ihr eine komplette Gegnergruppe ausgeschaltet habt, bekommt ihr wieder eine Lebens- oder Fokusaufladung eurer Flasche spendiert. Dadurch müsst ihr deutlich seltener an Orten der Gnade rasten, sondern bleibt mobil. Und mobiler seid ihr zudem auch durch die Doppelsprungfähigkeit eures Spektralrosses, sondern auch durch den im Vergleich zu Dark Souls drastisch minimierten Fallschaden. Was aber übrigens nicht heißt, dass ihr so nicht trotzdem draufgehen könnt. Eine so große Spielwelt mit Inhalten zu füllen, hat aber natürlich einen Preis. Zwar gibt's in jeder Region neue, abwechslungsreiche und kreative Gegnerdesigns, die Architektur in den zahlreichen Mini-Dungeons ist aber oftmals sehr ähnlich. Grabkammern, Bergwerke und Wurzelhöhlen nutzen also vielerorts die gleichen Versatzstücke und auch Bossgegner werden recycelt. Immerhin kombinieren die Entwickler Gegner und Levelbausteine mit Bedacht. Es wirkt also nie so, als würde man gerade einen Copy-Paste-Dungeon aus dem Zufallsgenerator spielen. So unterscheiden sich nicht nur die Fähigkeiten von zwei identisch aussehenden Bossgegnern, sondern auch die normalen Feinde bekommen zum Dungeon passende Eigenheiten.
Hier finde ich etwa raus, dass diese Skelettgegner einfach nicht tot bleiben wollen, egal wie oft ich ihre Gerippe zertrümmere. Diese Wiederholungen stehen zwar im Widerspruch zur durchdachten und handgebauten Oberwelt, spielen aber auch mit eurer Erwartungshaltung. Nur weil ihr denkt, diesen Gegnertyp schon von woanders her zu kennen, kann es also trotzdem nochmal eine böse Überraschung geben. Ganz anders ist der Fall dagegen in den 6 großen Legacy Dungeons. Die sind allesamt optisch einzigartig, komplett von Hand gebaut und der Ort, an dem ihr euch den großen Hauptbossen jeder Region stellen müsst. Verschachteltes Leveldesign, mehrere Orte der Gnade, Abkürzungen, Fallen, optionale Zwischenbosse und wertvoller Loot kommen so dem Prinzip klassischer Dark Souls Spiele am nächsten. Theoretisch solltet ihr diese Festungen der Reihe nach erstürmen, praktisch könnt ihr euch durch Schleichwege aber auch an denen vorbei in andere Gebiete schummeln, die dann aber oftmals deutlich stärkere Gegner beheimaten. Aber wie ist das denn jetzt überhaupt mit Gegnerstärke, Ausrüstung und Charakterlevel? Generell sammelt ihr von getöteten Gegnern die Währung Runen. Genau wie die Seelen in Dark Souls nutzt ihr die nicht nur als Zahlungsmittel bei Händlern und Lehrern, sondern auch um an Orten der Gnade im Level aufzusteigen. Pro Stufe dürft ihr einen Punkt auf die 8 Charakterwerte Kraft, Geist, Kondition, Stärke, Geschick, Weisheit, Glaube und Arkan verteilen. Zwar wählt ihr zum Spielstart, nachdem ihr eure Figur frei erstellt habt, eine Charakterklasse aus, die bestimmt aber nur eure Startwerte und Ausrüstung. Wenn ihr euch später entscheidet, euren Magier zum Nahkämpfer umzuschulen oder aus eurem Fernkämpfer einen Priester zu machen, ist das alles möglich, auch in verschiedensten Mischformen. Noch mehr Vielfalt bringt zudem die neue Kriegsasche ins Spiel. Denn mit diesen Waffenmods verändert ihr nicht nur den Schadenstyp einer Waffe, sondern verpasst ihr einen mächtigen Spezialangriff. Ein herkömmliches Schwert wird so zur übergroßen Zauberklinge oder euer Schild leitet per Sturmschlag Angriffe um. Das Coole daran, ihr könnt Kriegsaschen jederzeit von einer auf eine andere Waffe packen, verliert diese also nicht, wenn ihr sie versehentlich in ein rostiges Brotmesser gebastelt habt. Allerdings birgt das Open-World-Design für die Build-Vielfalt eine Tücke. Es ist uns im Test bei mehreren Leuten passiert, dass die für ihren gewählten Spielstil über viele Stunden keine passende Ausrüstung gefunden haben. Denn Loot wird wie auch in Dark Souls nicht passend für eure Klasse generiert, sondern liegt an fest definierten Orten zu finden. Wenn man sie denn findet. Ich bin fast 20 Stunden mit dem gleichen Zauberstab und den Dulli-Anfängerzaubern rumgelaufen, nur um dann in den nächsten 5 Stunden 4 bessere Stäbe und mehr als 10 neue Zaubersprüche zu finden. Generell passen sich Gegner übrigens nicht an euer Charakterlevel an, es ist also durchaus möglich, durch fleißiges Leveln in ein früheres Gebiet zurückzukehren und da dann alles zu one-shotten. Ist übrigens auch sehr befriedigend, aber das nur nebenbei. Weil die Schnellreise so komfortabel funktioniert, könnte man ja jetzt meinen, dass From Software auch einen höchst komfortablen PvP- und Koop-Multiplayer eingebaut hat. Aber nein, denn auch das ist weiterhin schlecht erklärt und unnötig kompliziert. Ihr könnt zwar gezielt gemeinsam mit bis zu 2 Freunden im Koop zusammenspielen, müsst dafür aber wie schon in Dark Souls mit einem speziellen Item Rufzeichen in die Spielwelt malen und werdet dann von einem Host eingeladen. Um diese Rufzeichen als Host sehen zu können, müsst ihr das Item Krummfingermedizin craften, das verbraucht wird, wenn so eine Koop-Session zusammengekommen ist. In der Theorie ist das schon frickelig, in der Praxis kann es aber dann trotzdem noch passieren, dass ihr eure Rufzeichen durch Netzwerkprobleme nicht sehen könnt. Analog läuft übrigens auch der Duell-PvP-Modus ab. Abgesehen vom direkten Zusammenspiel mit Freunden könnt ihr mit einem anderen Item, der kleinen goldenen Statue, auch generell eure Bereitschaft zum Koop an einem konkreten Ort signalisieren. Dann weist euch das Spiel automatisch einem Mitspieler zu. Genauso könnt ihr als Eindringling auch zufällig anderen Spielern als Gegner auflauern. Den Spielfortschritt behält dabei aber immer nur der Host der jeweiligen Session. Generell endet jede Koop- und PvP-Session spätestens, wenn der Host stirbt. Das ist also nicht als Dauerzustand, sondern immer nur in kurzen Abschnitten gedacht, bevor ihr euch neu verbinden müsst. Multiplayer-Gäste haben übrigens immer nur die halbe Anzahl an Flaschen, der Host darf dagegen auf sein komplettes Repertoire an Heilung und Fokustränken zurückgreifen. Habt ihr auf diesen Online-Kram überhaupt keinen Bock,
könnt ihr euch über das neue Geisterasche-System NPC-Begleiter herbeizaubern. Die kosten beim Beschwören einmal Fokuspunkte und helfen euch dann im Kampf. Neben Kanonenfutter wie einem Wolfsrudel könnt ihr im späteren Verlauf auch mächtige Verbündete wie magische Ritter und mehr beschwören und ja, auch wenn ihr schon menschliche Koop-Freunde dabei habt. Ihr habt es an den Szenen im Video schon gesehen, die Spielwelt ist zwar künstlerisch wunderschön, was die Technik angeht, spielt Elden Ring optisch aber nicht in der gleichen Liga wie das PS5-exklusive Demon's Souls Remake. Aber gut, das musste auch bei weitem keine so große Spielwelt abbilden. Auf der PS5 sehen in Elden Ring weit entfernte Objekte ziemlich pixelig aus, zudem gibt es halt unschöne Pop-In-Effekte auf allen Plattformen. Dafür sind auf der PS5 die Ladezeiten mit nur knapp 2 Sekunden sehr kurz, auf unseren verschiedenen PC-Systemen aber auch nie länger als 10 Sekunden. Ansonsten läuft Elden Ring weitestgehend flüssig, doch selbst mit einer GeForce RTX 3080 gibt es in der offenen Spielwelt immer mal wieder kurze Nachladeruckler. Kleinere Ruckler treten zudem auch in besonders effektreichen Bosskämpfen auf, was theoretisch sehr ärgerlich sein kann, bei unseren Spieldurchgängen aber nie zum Tod geführt hat. Im Verlauf unseres Tests ist das Spiel auf einem PC-System nach über 60 Stunden Spielzeit zweimal abgestürzt, ansonsten läuft Elden Ring aber sehr rund. In Sachen Sound gibt's dagegen nichts zu meckern. Nicht nur wird jede Region von passenden, stimmungsvollen Klängen untermalt, sondern auch die direktionalen Soundeffekte verdienen großes Lob. Selbst in den hektischsten Kämpfen könnt ihr klar jedes Geräusch identifizieren und so orten, von wo als nächstes Gefahr droht. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal von Elden Ring und den ambitionierten Open-World-Plänen und der Zusammenarbeit mit George R. R. Martin gehört hatte, war ich sehr skeptisch. So skeptisch, dass ich eigentlich dachte, From Software würde sich damit komplett übernehmen und in einer Idee verrennen, die einfach nicht zu ihrer Designphilosophie passt. Und heute kann ich euch sagen, ich war selten so froh, mich geirrt zu haben. Denn schon in den ersten paar Spielstunden fühlt sich Elden Ring wie etwas ganz Besonderes an. Wie ein Spiel, das es so nur einmal pro Jahrzehnt gibt. Ein Spiel, über das ich euch am liebsten stundenlang voll labern würde und gleichzeitig so wenig wie nur möglich vorab verraten will, damit ihr das alles selbst erleben könnt. Elden Ring ist für mich außerdem ein Spiel, das die Tore zum einstigen Nischengenre der Souls-like-Spiele so weit aufstößt wie kaum ein Genrevertreter zuvor. Das hier ist düster, kryptisch, geheimnisvoll, hart und unverwechselbar From Software, aber es ist gleichzeitig auch so zugänglich wie kaum ein anderes Souls-like, dass sich unbedingt alle anschauen sollten, die bisher um diese Art Spiel einen weiten Bogen gemacht haben. Wenn ihr ein Spiel wollt, das euch für voll nimmt, nicht alles vorkaut und euren Entdeckerdrang jedes Mal belohnt, dann müsst ihr Elden Ring ausprobieren, denn nochmal, das hier ist ein Meisterwerk.